Heute habe ich wieder ein iOS-Video für euch. Und zwar sind das diese hier. Und daraus werde ich wieder was Cooles basteln. Ich bin verrückt danach, aus denen was zu machen. Haltet mich auf, aber ich mache trotzdem weiter. Geht alles nicht. Ich will so nicht alles. Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein iOS-Video, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Und zwar werde ich da heute Kerzen reinmachen. Ist das nicht cool? Also so kleine Kerzen wie so ein Teelicht, ist das dann ungefähr die Größe. Auch praktisch für unterwegs. Wer braucht Kerzen für unterwegs? Ich glaube keinen, aber das ist cool. Und ich mache. Habe ich hier mich für diese beiden Farben entschieden. Weiß und rosa, sieht sich hier schick aus. Und es geht direkt los zum Video. Viel Spaß! Ihr braucht dafür einen leeren iOS Lip Balm. Kerzenwachs, das könnt ihr einfach von alten Kerzen in so kleine Stückchen abschaben. Ein Teelicht und eventuell ein bisschen Lebensmittelfarbe in Pulverform. Als erstes hole ich den Docht aus dem Teelicht, denn der ist eigentlich das Wichtigste, was wir von dem Teelicht brauchen. Das geht meistens super einfach und das Wachs vom Teelicht kann nun mit dem anderen Wachs in eine etwas größere und mikrowellengeeignete Schale. Denn dahin muss das Wachs jetzt auch gleich zum Erhitzen. Am besten macht ihr das immer für ca. 30 Sekunden Schritte und schaut dann immer mal wieder nach oder rührt das Wachs um, ob es schon komplett geschmolzen ist. Dann widme ich mich auch schon wieder dem iOS-Container. Wenn dieser ganz leer und sauber ist, drücke ich mit einem Buttermesser ganz vorsichtig dieses Gitter aus dem Unterteil raus. Ihr müsst einfach mit dem Messer an der Seite so hineinfahren und ein bisschen drücken und dann müsste er eigentlich ganz, ganz leicht rausspringen. Und dann schraube ich dieses kleine Teil auf den runden Oberteil des iOS. Damit das Ganze nun auch stabil stehen kann, ist es mega praktisch, das runde Oberteil einfach wieder in das Unterteil zu stellen und dann kann es auch schon mit dem Befüllen losgehen. Wenn das Wachs aus der Mikrowelle kommt, seid auf jeden Fall vorsichtig, denn das Wachs und die Schale sind natürlich sehr, sehr heiß. Damit das Kerzenwachs eine etwas schönere und intensivere Farbe bekommt, färbe ich es mit ein bisschen Pulverlebensmittelfarbe ein. Und auch hier gilt wieder das Prinzip, zuerst etwas weniger Farbe nehmen und dann kann man immer noch wieder etwas nachgeben, bis ihr mit dem Farbergebnis zufrieden seid. Dieses flüssige Wachs könnt ihr nun mit einem Löffel in den aufgetürmten iOS füllen und zwar muss mindestens so viel Wachs rein, bis das aufgeschraubte Gitter komplett mit Wachs bedeckt ist. Das Ganze muss jetzt erstmal abkühlen und wieder hart werden und am schnellsten geht das im Kühlschrank. Lasst den iOS am besten 1 bis 2 Stunden kalt stehen, um auf Nummer sicher zu gehen. Dann könnt ihr das Gitterteil wieder aus dem Deckel rausschrauben und schon habt ihr eine runde Kerze, beziehungsweise noch ist es gar nicht wirklich eine Kerze, sondern im Moment noch eher ein runder Wachsklops. Aber dagegen wird jetzt etwas unternommen, denn mit einem Zahnstocher bohre ich jetzt ganz, ganz vorsichtig ein Loch in die Mitte, in das ich anschließend den kleinen Docht aus dem Teelicht stecken kann. Sieht schon mehr nach Kerze aus, oder? Dann kann das Gitter mit der Kerze auch schon wieder auf das richtige Unterteil gesteckt werden. Hier wird gesteckt und nicht geschraubt und dann ist es eine Kerze. So cool. Jetzt können die Kerzen angezündet werden. Vergesst nicht, zündet die Kerzen nur an, wenn ihr sie im Auge behalten könnt. Ich freue mich super über eure Rückmeldungen. Schreibt mir auf jeden Fall, wie euch meine iOS-Kerzen gefallen und gebt dem Video super gerne eine Bewertung über die Daumenfunktion. Ich würde mich super freuen, wenn ihr Fotos von euren iOS-Kerzen auf Instagram oder Twitter postet mit dem Hashtag VictoriaSarinaDIY, dann kann ich mir die alle ansehen und liken und kommentieren. Danke fürs Zusehen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!